Hier bei Wahn und Sinn geht es ja regelmäßig um Wirtschaft. Und irgendwie sind wir ja in so eine Spirale reingekommen, dass es eigentlich immer nur darum geht, was alles schlecht läuft. Und man könnte fast den Eindruck bekommen, alles läuft schlecht. Das ist schon auch wichtig und berechtigt, denn let's be honest, es läuft eine ganze Menge falsch. Aber ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass alles falsch läuft. Ein Beispiel dafür, dass Wirtschaft die Welt tatsächlich ein ganzes Stück besser machen kann, und zwar sehr konkret, ist das Unternehmen EWS. Und die Mitgründerin Ursula Sladek hat eine Stunde mit mir gesprochen, um ihre persönliche Geschichte zu teilen, wie sie von einer ganz normalen Mutter zu einer Aktivistin geworden ist, von einer Aktivistin zu einer Unternehmerin, um dann wieder im Ruhestand letztlich zu einer Aktivistin zu werden. Und ja, ich kann das gar nicht so gut zusammenfassen, wie sie es selber kann. Von daher Bühne frei für Ursula Sladek. Frau Sladek, es ist total schön, Sie hier zu Gast zu haben bei uns bei Wahn und Sinn. Es gibt wahrscheinlich einige von meinen ZuschauerInnen, die Sie noch nicht kennen. Können Sie sich einmal kurz vorstellen? Ja, ich heiße Ursula Sladek, habe 5 Kinder, 11 Enkelkinder, einen Mann, der Landarzt ist und war sehr unpolitisch bis zum GAU von Tschernobyl. Dann habe ich angefangen, mich mit Energie zu beschäftigen, was darin seinen Abschluss fand, dass ich zusammen mit anderen die Elektrizitätswerke Schönau gegründet habe. Und heute bin ich immer noch im Energiesektor tätig, ehrenamtlich beim CO2-Abgabeverein und jetzt bei der Welba 2021-Kampagne. Das klingt nach einer ganzen Menge. Vielen Dank. Lassen Sie uns direkt nochmal zurück an Anfang gehen. Was hat Sie denn damals so politisiert? Tschernobyl, sagten Sie, aber können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben, was da passiert ist und was das mit Ihnen gemacht hat? Ja, wie der GAU von Tschernobyl war ich damals noch so naiv und habe gedacht, meine Güte, jetzt wird die Politik was ändern, jetzt werden die Energieversorger schlau werden und sehen, dass Atomenergie keine Lösung ist. Ja, aber die Politiker haben nichts geändert. Die haben werbewirksam radioaktive Molke getrunken, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das alles so ungefährlich ist. Die Energieversorger haben gesagt, bei uns in Deutschland würde so etwas nie passieren. Das passiert natürlich in so einem Land wie Russland. Ja, da muss man sich nicht wundern. Aber in Deutschland könnte das nie passieren. Und dann irgendwann ist mir klar geworden, ja, wenn wir etwas tun wollen, um schneller aus der Atomenergie auszusteigen, dann müssen wir selbst was tun. Wir können nicht darauf warten, dass die Politik oder die Energieversorger was tun. Und das war dann der Anfang. Wir haben eine Bürgerinitiative gegründet, die haben wir die Eltern für eine atomfreie Zukunft genannt, wohl wissend, dass das natürlich rein physikalisch betrachtet Unsinn ist, aber trotzdem wusste jeder, was wir damit meinten. Keine Atomenergie, keine Atomwaffen. Und uns war es auch wichtig, positiv für etwas zu sein und nicht gegen etwas, weil das gab es ja ganz viele Gruppierungen auch, die sich Eltern gegen Atomkraft nannten. Und wir wollten eben lieber für etwas sein als gegen etwas. Ja, das klingt sehr angenehm oder angenehmer. Können Sie sagen, was dann diese Initiative gemacht hat für eine atomkraftfreie Zukunft? Ja, wir haben uns überlegt, was sind denn die Hauptprobleme? Und ein Hauptproblem ist natürlich die Energieverschwendung, und das ist heute noch genauso wie 1986, als Tschernobyl passierte. Also haben wir uns damit beschäftigt, wie viel Strom, wie viel Energie kann man denn einsparen, ohne dadurch an Lebensqualität zu verlieren. Wir haben das erstmal an uns selber ausprobiert. Also ich zum Beispiel, wir haben einen großen Haushalt mit den 4 Kindern und wir haben jetzt auch nicht wirklich groß darauf geachtet, wie wir mit der Energie umgehen. Aber dann konnten wir wirklich sehr, sehr viel einsparen, und auch andere in unserer Initiative haben gesagt, ja, man muss ja gar nicht so viel verbrauchen, und das mit ganz einfachen Mitteln, zum Beispiel
einen Deckel auf den Topf legen oder die Wäsche nicht mehr mit 90 Grad waschen, sondern mit 60 Grad. Ich meine, das hat sich heute allgemein herumgesprochen, aber damals war das einfach noch nicht so. Ja gut, nachdem wir gesehen haben im eigenen Kreis, das kriegen wir hin, die Einsparmöglichkeiten sind riesig, haben wir gesagt, gut, jetzt wollen wir das ganz Schönau auch spart. Und da mussten wir uns natürlich überlegen, wie bringen wir die Leute dazu? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Stromsparwettbewerbe zu machen. Da ging es darum, so viel Strom einzusparen, wie es in einer Abrechnungsperiode möglich ist. Das kann man ja dann ganz leicht an der Rechnung sehen, weil da steht ja immer der Vorjahresverbrauch und der aktuelle Verbrauch. Und die zweite Gruppierung waren die Leute, die eh schon immer sehr sparsam waren. Das waren dann diejenigen mit dem niedrigsten Verbrauch pro Kopf natürlich. Gab attraktive Preise. Wir haben die Handwerk und Handel dazu gebracht, uns Preise zu stiften. Und so war dieser Wettbewerb auch etwas, was wirklich eine große Resonanz gefunden hat. Und wir haben im Übrigen die Wettbewerbe dann 8 Jahre lang durchgeführt. Und ja, nicht nur in Schönau, sondern die haben dann schon Kreise gezogen. Also viele andere Initiativen haben auch solche Wettbewerbe gemacht. Kommunen haben Wettbewerbe gemacht. Immer nach dem Muster, das wir uns mal ausgedacht hatten. Und mit den Tipps, die wir veröffentlicht haben, die aber dann natürlich im Laufe der Zeit immer umfangreicher geworden sind, weil jeder hatte noch seinen persönlichen Tipp, wie er ganz besonders gut Strom spart. Ja, das war eine feine Sache. Auch deswegen, weil natürlich die Menschen gemerkt haben, wir reden nicht nur, wir handeln auch, wir tun was. Das heißt, Sie haben ganz viel getan, immer mit dem Ziel, möglichst viel Strom zu sparen, damit er überhaupt gar nicht erst produziert werden muss. Und trotzdem sind Sie ja nicht dabei geblieben, sondern sind quasi aus dieser Bürgerinitiative, haben Sie noch mehr gemacht. Können Sie erklären, wie das zustande gekommen ist? Naja, wir haben natürlich im Laufe dieser Jahre, oder war eigentlich von Anfang an klar, man kann ja nicht allen Strom wegsparen. Also muss man sich überlegen, wie soll denn der Rest produziert werden, der sich nicht wegsparen lässt. Und da war ganz klar über erneuerbare Energien und über Kraft-Wärme-Kopplung. Wie wir angefangen haben, gab es noch kein erneuerbares Energiengesetz. Und so haben wir eine kleine Firma gegründet und das waren damals 31 Bürger aus Schönau, die sich daran beteiligt haben. Männer, Frauen, alte, junge, unterschiedlichste Berufe. Und wir haben gesagt, wir wollen mit unserer kleinen Firma jetzt Stromproduktionsanlagen finanzieren. Und wir haben dabei etwas unglaublich Gutes festgestellt, nämlich ein gutes Projekt scheitert so gut wie nie an Geldmangel. Wenn man ein gutes Projekt hat und man kann das auch noch plausibel darstellen, dann findet man immer das Geld, was man braucht, um es auch zu realisieren. Wir haben Wasserkraftwerke im Schwarzwald reaktiviert, wir haben Blockheizkraftwerke in Kommunen finanziert, wir haben einiges gemacht, auch unter den damals noch sehr schwierigen Bedingungen. Ja, und haben immer wieder Leute gefunden, die gesagt haben, Mensch, finde ich toll, beteilige ich mich oder ich schenke euch Geld oder nein, ich will keine Zinsen. Hauptsache, ihr macht was Vernünftiges damit. Also das war wirklich eine super tolle Erfindung. Aber der regionale Energieversorger, der nicht nur Wasserkraft besitzt, sondern auch Beteiligungen an Atomkraftwerken damals hatte, also auch einen großen Anteil an Atomstrom in seinem Erzeugungsmix. Der hat uns überall wirklich Hindernisse in den Weg gelegt und die wir kaum aus dem Weg räumen konnten, weil er einfach am längeren Hebel saß. Das heißt, da ging es dann auch um die Rahmenbedingungen, die einfach damals Genau. noch nicht so gemacht waren. Können Sie die kurz beschreiben? Also das EEG gab es noch nicht. Das ist ja für meinen Zeithorizont quasi schon immer gegeben in den letzten 20 Jahren. Genau so. Aber wie war das vorher? Also wie war das geregelt vor dem EEG?
Da hat der Betreiber einer PV-Anlage den durchschnittlichen Strompreis bekommen. Das heißt, das war sehr wenig. Also Börsenstrompreis, das Ja, was? genau. Ja, das Genau. ist übersichtlich. Das war sehr übersichtlich und ich meine, damit war es natürlich schwierig. Und das war bei den anderen erneuerbaren Energien ähnlich. Nee, es war nicht der Börsenstrompreis. Entschuldigung, es war, ich glaube, es war der Verkaufspreis. Und das waren damals, das ist jetzt schon lange her, ich muss mich auch konzentrieren, um das nochmal aus meinem Gedächtnis hervorzugraben, aber ich glaube, es waren 16,9 Pfennig, die man bekommen hat. Aber auch das hat natürlich überhaupt nicht gereicht, um das Ganze wirtschaftlich zu machen. Ja, und wenn etwas nicht wirtschaftlich ist, dann machen es einige wenige, aber nicht die breite Masse, was ja wichtig war. Ja gut, die Rahmenbedingungen auch bei den Blockheizkraftwerken, da hat der regionale Energieversorger KWR damals verlangt, dass wir außen an das Haus, also wir haben selber ein Blockheizkraftwerk im Haus und uns damals installiert, dass wir außen ans Haus eine Abschaltevorrichtung machen, weil so war die Argumentation, wenn irgendwelche Arbeiten am Netz wären, dann würde unser Blockheizkraftwerk ja weiter Strom einspeisen und dann würden ihre Mitarbeiter tot umfallen. Was Unsinn war, weil das Blockheizkraftwerk läuft überhaupt nur, wenn das Netz auch intakt ist. Das heißt, wenn das Netz abgeschaltet wird, dann kann das Blockheizkraftwerk nicht mehr laufen. Da gibt es einen Fachausdruck davor, habe ich leider inzwischen vergessen. Aber also das war Schikane. Und solche kleinen Schikanen gab es halt viele, die uns das Leben schwer gemacht haben. Und dann kam das Jahr 1990, ja genau. Und da hat der regionale Versorger der Stadt Schönau 4 Jahre bevor die Konzession für das Stromnetz ausgelaufen ist, also 4 Jahre im Voraus, einen neuen Konzessionsvertrag angeboten. Und der Hintergrund lag auf der Hand. Man wollte diesen Konzessionsvertrag schnell abschließen, damit Ruhe endlich herrscht in Schönau. Und damit die Stadt geneigt war, das zu tun, haben sie angeboten, dass es für jedes Jahr 25.000 Mark mehr Konzessionsabgabe gibt. Was sie quasi früher den Vertrag, was sie Genau. früher den Vertrag abschließen. Das heißt, sie wollte, also die bestehende, der bestehende Betreiber wollte quasi 100.000 D-Mark locker machen als Richtig. Lockangebot, damit Schönau sich darauf einlässt, doch bitte direkt weiter zu verlängern. Genau so war es. Und natürlich war die Stadt auch scharf auf diese 100.000 Mark, weil für so einen kleinen Ort wie Schönau sind 100.000 Mark wirklich viel Geld gewesen. Also mussten wir uns etwas überlegen und dann haben wir gesagt, wie wäre es denn, wenn wir der Stadt die 100.000 Mark bezahlen als Initiative, dann hat sie erstmal das Geld und dann würden wir uns in 4 Jahren um das Stromnetz bewerben als Bürger der Stadt und die 4 Jahre, die wir dann gewonnen hätten, einfach nutzen. Oh, Entschuldigung. Ups. Muss ich gerade mal ausmachen. Und dann würden wir die 4 Jahre einfach nutzen, um unser bürgereigenes Energieversorgungsunternehmen aufzubauen. Das war der Plan. Der Bürgermeister hat gedacht, wir wären verrückt geworden. Einfache Bürger, die können doch kein Stromnetz betreiben. Das ist was Hochkompliziertes und die anderen machen das seit 100 Jahren. Die wissen, wie das geht, aber dann kommt kein Strom mehr aus der Steckdose und wir sind hier ein
Kurort und die Gäste kommen nicht mehr und das ganze Schreckensszenario wurde aufgezeichnet, aber die Presse hatte von unseren Plänen bereits Wind bekommen und fand das sehr spannend, natürlich. Und so sagte der Bürgermeister, na ja, aber wenn ihr das unbedingt wollt, dann macht doch mal eine Machbarkeitsstudie und dann wollen wir mal sehen, wie ihr das überhaupt alles hinkriegen wollt. Also sind wir gegangen und haben innerhalb von 12 Wochen eine Machbarkeitsstudie gemacht. Dabei haben uns Fachleute aus der ganzen Bundesrepublik geholfen, die meisten vollkommen ohne etwas dafür zu verlangen, weil sie das so spannend fanden. Das war ja auch nach Tschernobyl wirklich so eine Aufbruchzeit. Und dann haben wir diese Machbarkeitsstudie wieder aufs Rathaus getragen. Die wurde dann von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Und die Gemeindeprüfungsanstalt, die ja für Kommunen tätig ist, hat etwas ganz anderes gesagt, als was der Bürgermeister erwartet hat. Der hat nämlich gesagt, lieber Bürgermeister, lieber Gemeinderat, nehmt doch das Angebot eurer Bürger an. Ihr bekommt die 100.000 Mark und nach dem Ablauf von 4 Jahren gibt es einen Wettbewerb zwischen zwei Energieversorgern. Und was kann einer Stadt Besseres passieren, als dass sie Wahlmöglichkeiten hat? Das weiß jede Hausfrau. Das ist immer besser, man hat zwei Läden vor Ort als nur einen, der die Preise bestimmt. Das heißt, für Sie war dann das Stromnetzbetreiben ein ganz normaler, logischer Schritt der bisherigen Bemühungen, für erneuerbare Energien zu sorgen. Ja, das war wirklich, weil wir gesehen haben, wir müssen selbst über die Rahmenbedingungen bestimmen können, damit etwas vorwärts geht, damit wir nicht ständig gehindert werden können, damit man uns nicht ständig Felsblöcke in den Weg rollt. Und genau das haben wir dann einfach konsequent und sehr stur durchgeführt. Natürlich, es hat 7 Jahre lang gedauert, das muss man dazu sagen. Zwei Bürgerentscheide gekostet, in denen wir unheimlich viel über politische Arbeit gelernt haben. Ich könnte heute Politiker, glaube ich, besser beraten als viele ihrer Berater. Genau. Und jahrelange Diskussionen darüber, was ist denn das Stromnetz in Schönau eigentlich wert? Wir hatten eine sehr ausführliche Expertise dazu gemacht. Wir kannten jede Steckdose in ganz Schönau und wir sind auf einen Wert von ungefähr 4 Millionen Mark gekommen. Das war ja alles noch Markzeit. Die KWR haben eine Straße genommen in Schönau, haben das dann hochgerechnet, sind auf einen Wert von 8,7 Millionen Mark gekommen. Und mein Mann hat damals gemeint, die müssen wohl goldene Leitungen hier vergraben haben. Ja, so war das. Und dann irgendwann kam die GLS Bank zu uns. Der Thomas Jorberg damals, der war durch einen gemeinsamen Bekannten auf unsere Initiative aufmerksam gemacht worden. Und die GLS Bank hat gesagt, sollen wir euch helfen? Braucht ihr Unterstützung? Da waren wir natürlich total begeistert, weil was könnte eine bessere Unterstützung sein als die Expertise einer Bank, die ganz genau auch nachrechnet, sind unsere Berechnungen, dass wir das wirtschaftlich betreiben können, sind die wirklich richtig? Ja, und dann hat die GLS Bank für uns einen Fonds aufgelegt, mit dem wir das Geld zusammenbekommen sollten oder einen Teil des Geldes, um das Stromnetz zu kaufen. Wir haben also 2 Millionen Mark über unsere eigenen Aktivitäten zusammengebracht und nochmal 2 Millionen Mark über den Fonds der GLS Bank. Und auch da habe ich wieder Sachen erlebt, die glaubt man gar nicht. Ich war dann bei einer Fondsversammlung und der Thomas Jorberg hat die Frage gestellt, ob es möglich wäre, dass die Fondsbeteiligten ihre Zinsen, die sie ja auch bekommen sollten,
der Kampagne spenden und es gab nicht einen, der dagegen gesprochen hätte. Also das war überhaupt, diese ganze Geschichte ist eine einzige Geschichte von unglaublich schönen Erlebnissen, die mich haben glauben machen, dass fast nichts unmöglich ist. Wir haben ja dann noch, wie der Energieversorger diese 8,7 Millionen Mark von uns verlangt hat, eine Spendenkampagne zum Schluss gemacht, weil wir konnten nicht mehr als 4 Millionen Mark als Beteiligungen aufnehmen, weil sonst wäre das Projekt dann wirklich unwirtschaftlich gewesen. Also haben wir eine Spendenkampagne gemacht. Wir haben die 50 größten deutschen Werbeagenturen angeschrieben, ob sie sich vorstellen können, für uns eine Kampagne zu entwerfen. Haben sich 16 Werbeagenturen gemeldet, obwohl der letzte Satz unseres Briefes war, aber wir können nichts bezahlen, weil wir haben kein Geld. Wir brauchen ja welches. Und 16 haben sich trotzdem gemeldet und dann haben wir gesagt, Leute, schaut mal, ob Energieversorger in eurem Klientel sind, weil dann könnte es irgendwie schwierig werden. Und dann blieben noch 6 übrig, unter denen wir uns dann eine Werbeagentur ausgesucht haben. Die gibt es leider heute gar nicht mehr, ist verkauft worden an irgendjemand anderen. Es war eine Werbeagentur, die hat so Sachen wie Werbung für Blendax und Pampers, also wirklich eine ganz große gemacht. Und die jungen Werbefachleute, die waren so gierig darauf, mal irgendetwas mit Sinn zu machen, wo sie richtig Lust dazu haben. Und die haben dann 3 Kampagnen für uns entworfen und uns vorgestellt und wir durften uns entscheiden und wir haben uns dann für die Kampagne entschieden. Ich bin ein Störfall. Das waren Menschen, die sich dazu bekannt haben, dass sie ein Störfall sind für die Atomindustrie und auch den Grund dargelegt haben, warum. Also der alte Bauer zum Beispiel hat gesagt, ich möchte, dass meine Kinder und meine Enkel oder meine Enkel auch nochmal diesen Bauernhof führen können und gesunde Nahrung darauf erwirtschaften können. Und so hat jeder seinen eigenen Grund gehabt. Auch alle Leute, die da mitgemacht haben, haben das ohne Bezahlung gemacht. Ja, und dann kamen die Spenden, die trudelten bei uns ein. Auch als Reaktion auf diese Ich bin ein Störfall-Kampagne. Also das Als Reaktion auf die Kampagne, die wurde von den Medien wahnsinnig gut entgegengenommen. Na, wie heißt diese Zeitung? So eine Fernsehzeitung, Spielfilm? TV Spielfilm, genau. TV Spielfilm hat, ich glaube, 8 oder 10 Monate ganzseitige Anzeigen von der Kampagne kostenlos veröffentlicht. Der Spiegel hat darüber berichtet, die Zeit. Also das waren so viele, die darüber berichtet haben, dass das wirklich sehr bekannt geworden ist. Wir haben Unterstützung von Organisationen bekommen, die wiederum in ihrem Kreis aufgerufen haben, uns zu unterstützen, zum Beispiel der BUND Baden-Württemberg. Also das war einfach umwerfend. Und eine Frau aus Frankreich hat uns 25.000 Mark gespendet, weil sie das so toll fand. Und dann habe ich ihr einen Dankeschönbrief geschrieben und dann schrieb sie zurück. Also sie hat sich so über meinen Brief gefreut. Sie wird uns gerade noch mal 25.000 Mark spenden. Ich sag ja, seitdem glaube ich, dass eigentlich alles möglich ist. Ja, und dann hat der Energieversorger gesehen durch die Spendenkampagne, das läuft ja nicht gut für uns. Und dann rief mich der Vorsitzende an und sagte, Frau Sladek, das geht so nicht weiter. Sie zerstören unser ganzes Image. Und dann habe ich gesagt, da verstehen Sie irgendwas total falsch. Nicht wir zerstören Ihr Image. Das machen Sie selbst. Verlangen Sie von uns den gerechten Preis für das Stromnetz, dann stampfen wir die Kampagne ein. Und dann hat es noch mal 4 Wochen gedauert und dann hat die KWR zugegeben, dass sie
mit falschen Zahlen, dass ihr Bewerter mit falschen Zahlen gerechnet hat. Das haben sie natürlich gar nicht gewusst, aber das ist jetzt eben herausgekommen und sind dann von 8,7 Millionen Mark auf 6,5 runtergegangen. Und dann haben wir gezählt, alles, was wir haben. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt denken wir, können wir das schaffen. War natürlich immer noch viel zu viel, aber wir sind dann in die Verhandlungen eingetreten. Zum Schluss konnten wir den Preis auf 5,7 Millionen drücken. Und wir haben zum 1.7.1997 das Stromnetz in Schönau damals noch mit allen Kunden übernommen. Ich sage das deswegen, weil heute, wenn man ein Stromnetz übernimmt, kriegt man die Kunden nicht mehr dazu, weil das ist ja, war ja die Liberalisierung des Strommarktes inzwischen und Netz und Vertrieb und Produktion ist alles voneinander getrennt worden. Und wenn man heute ein Stromnetz übernimmt, dann kriegt man die Leitungen und alles, was dazugehört. Aber die Kunden bleiben bei dem alten Versorger. Ja, und vielleicht, um diese Geschichte gerade noch zu Ende zu erzählen, 5,7 war natürlich immer noch viel zu viel, weil wir haben ja gesagt 4 Millionen und dann sind wir vor Gericht gegangen. Das Gerichtsurteil hat lange auf sich warten lassen. Ich glaube, es war dann 2005, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben weder 8,7 noch 6,5 noch 5,7 noch 4,0 bezahlt, sondern wir haben am Ende nur 3,5 Millionen bezahlt, weil der gerichtlich bestellte Gutachter gesagt hat, so 3,5 Millionen, das ist der Wert des Schönauer Netzes und kein Pfennig mehr. Und wir haben alles zurückbekommen, was wir zu viel gezahlt haben, mit Zins und Zinseszins. Und das war natürlich auch wieder ein toller Erfolg und hat auch den Leuten hier in Schönau gezeigt, wir haben von Anfang an die Wahrheit gesagt und die anderen, obwohl es so ein großes Unternehmen war, die haben einfach irgendwelche Dinge erzählt, die nicht stimmen. Das konnte man sich vorher nicht vorstellen, aber so war es dann. Das heißt, Sie haben am Ende von dem Gericht mehr Geld zu, oder fast, also Sie haben von dem Gericht so viel Geld zurückerstattet bekommen oder mehr, einen Teil von dem überhöhten Kaufpreis, den Sie vorher bezahlt haben. Genau. Und was ist dann mit diesem Geld passiert? Also wir haben das nicht vom Gericht erstattet bekommen. Nein, nein, sondern Gericht hat beschlossen. Entschuldigung. Genau. Ja. Was ist mit dem Geld passiert? Ein Teil ist in die Stiftung Neue Energie bei der GLS-Bank geflossen. Ein großer Teil und ein kleiner Teil ist in eine kleine Stiftung in Schönau, kleine Umweltstiftung geflossen und in beiden Stiftungen werden damit Dinge unterstützt, die für die Energiewende wichtig sind. Das heißt, so ist das Geld von einem Atomkonzern sozusagen in die Arbeit dagegen geflossen. So ist es. So das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ja, ich sage von Anfang bis Ende eine schöne Geschichte. Und jetzt haben wir so lange über Schönau geredet und über das Netz und wie sie es sozusagen erobert haben als Initiative. Aber wieso kann ich jetzt in Berlin auch Strom bei den EWS beziehen? Was ist denn da passiert? Es gab 1998 die Liberalisierung des Strommarktes. Das war von der EU so beschlossen worden, dass die einzelnen Sparten im Energiesektor, also die Produktion, das Netz und der Vertrieb voneinander getrennt werden sollten. Deutschland war eines der ersten Länder, das diese neue EU-Richtlinie umgesetzt hat und die Trennung vollzogen hat. Das betraf zunächst mal große Industriekunden. Jetzt war ja die EWS eigentlich auch nichts anderes als ein großer Industriekunde, weil wir mussten vor der Liberalisierung unseren Strom bei dem Regionalversorger einkaufen, von dem wir das Netz abgekauft hatten. Eben, und das war halt Atomstrom und Wasserkraftstrom.
Gegen den Wasserkraftstrom wäre ja nichts einzuwenden gewesen, aber den Atomstrom wollten wir halt auf keinen Fall haben. So, das heißt, wir haben als erster Energieversorger in Baden-Württemberg, das weiß ich sicher, aber ich glaube auch als erster Energieversorger in ganz Deutschland, alle unsere Kunden Atom- und Kohlestromfrei versorgt. Alle unsere Kunden im eigenen Versorgungsgebiet. Und dann ein Jahr später war das ja dann auch für Haushaltskunden möglich, dass Haushaltskunden sich den Lieferanten suchen, den sie wollen. Und da haben wir schon ein bisschen Angst gekriegt, weil wir gedacht haben, boah, wir haben nur 1.700 Kunden in Schönau und das ist schon verdammt wenig. Wenn uns jetzt die Hälfte davon wegläuft, weil knapp die Hälfte war ja damals dagegen, dass wir das Stromnetz übernehmen, dann kommen wir in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und da half einfach nur die Flucht nach vorne. Dann haben wir gesagt, gut, wenn uns ein anderer Energieversorger einen Kunden wegnimmt, dann nehmen wir eben halt zwei oder drei weg. Und so sind wir zum bundesweiten Stromversorger geworden und haben auch unseren guten Atom- und Kohlestromfreien Strom in der ganzen Republik angeboten. Und weil wir ja über die Störfallkampagne schon einen hohen Bekanntheitsgrad hatten, haben wir auch relativ schnell Kunden überall in der ganzen Republik bekommen. Und so kann man heute in Berlin oder in Hamburg oder wo auch immer Strom von der EWS kaufen. Jetzt habe ich mich ein bisschen mit der Geschichte der EWS beschäftigt zur Vorbereitung und bin über eine Sache gestolpert, die ich nicht ad hoc verstanden habe, nämlich warum es erst 2009 eine Genossenschaft gab, die gegründet wurde. Und deshalb ist meine Frage an Sie, also erstens, warum wurde diese Genossenschaft so spät gegründet und was war davor? Und dann, wieso Genossenschaft? Also wir haben ja angefangen mit einer Gesellschaft bürgerlichen Rechtes. Und wie wir das gemacht haben, da gab es auch noch die GBR, also die Abkürzung GBR MBH, also mit beschränkter Haftung. Das wurde dann aber aufgehoben. Also es gab diese beschränkte Haftung nicht mehr. Und je größer wir wurden, umso unheimlicher war es uns, dass unsere Gesellschafter dann letztendlich jeder für alles haftet. Das war ein Grund, warum wir dann eine Genossenschaft gegründet haben. Und der zweite Grund war, dass wir neues Geld brauchten. Und unsere GBR war eine geschlossene Gesellschaft. Das heißt, da konnte nur jemand neu reinkommen, wenn jemand ausgeschieden ist. Und es wollten sehr wenige ausscheiden. Insofern war es wirklich fast unmöglich, da sich beteiligen zu können. Und es waren diese zwei Gründe, dass wir gesagt haben, gut, wir müssen eine andere Gesellschaftsform finden. Und das war klar, da lag die Genossenschaft ja ganz nah. Wir hätten auch am Anfang gerne eine Genossenschaft gegründet, aber da sind ja gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Die haben wir am Anfang nicht erfüllt. Deswegen die GBR, das musste auch alles schnell und unbürokratisch gehen. Also da war die GBR das Beste, das Einfachste. Und da sie ja damals auch beschränkte Haftung hatte, war es auch kein Problem. Aber dann haben wir gesehen, nein, es war im Übrigen gar nicht einfach, diese ursprüngliche GBR in eine Genossenschaft zu verwandeln. Das hat viel Gehirnschmalz auch von Juristen gekostet, damit das reibungslos vor sich gehen konnte. Und heute sind wir froh über die Genossenschaft. Wir haben, ich glaube, aktuell so um die 8.000 Mitglieder in der Genossenschaft aus ganz Deutschland inzwischen und ein Kapital von 40 oder 40 plus, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, die aktuelle Zahl, Millionen Euro. Das heißt, Sie sind Ihrer Rechtsform entwachsen, Ihrer ursprünglichen. Genau. Als, sowohl vom Volumen als auch von dem, was die EWS dann schon auch gemacht haben. Denn so wie ich es verstanden habe, kaufen Sie jetzt nicht mehr nur zu den Strom.
Gut, wir versuchen natürlich auch selber eigene Anlagen zu bauen. Wir haben einen kleinen Windpark gebaut. Wir sind an weiteren Windprojekten dran. Wir haben Photovoltaikanlagen gebaut und aber auch finanziert und sind jetzt hier bei uns im Bereich, also schöner und Umgebung, sehr stark auch in Nahwärme eingestiegen, weil die Energiewende beinhaltet ja nicht nur die Stromversorgung, sondern auch ganz wichtig die Wärmeversorgung, da dort mehr CO2 emittiert wird als in irgendeinem anderen Sektor. Also wenn man den Haushalt betrachtet. Und ja, die Nahwärmeprojekte arbeiten zum Teil mit Abwärme aus Fabriken, die bisher ungenutzt in die Luft abgegeben wurde. Das macht ja großen Sinn, aber auch mit Holzhackschnitzeln hier aus dem Wald, die sonst gar nicht genutzt werden würden. Also es werden nicht extra Bäume dafür gefällt, aber alles, was ja im Wald, na, wie soll ich das sagen, anfällt, ohne es, dass es irgendeiner Nutzung zugeführt wird, das wird dann in Holzhackschnitzel verarbeitet und in unsere Nahwärmenetzen verarbeitet. Und gerade jetzt wird bei uns in der Straße, ist die Straße aufgerissen worden, da wird die Breitbandversorgung verlegt und gleichzeitig die Nahwärmeversorgung. Und ja, ich muss jetzt vor dem Haus immer ein bisschen balancieren, damit ich nicht in eins der tiefen Löcher falle. Aber irgendwann ist das ja dann auch fertig und dann ist es auch wirklich gut. Und dann haben Sie schnellstes Internet und auch noch eigene Nahwärme sozusagen im So Haus. ist es. Da lassen sich doch auch so ein paar Löcher vor der Tür ganz gut verschmerzen. Aber es ist ja spannend, wie irgendwie die EWS jetzt auch sozusagen bis jetzt wieder die Pionierrolle einnimmt und quasi die nächsten Sachen vorantreibt, jetzt wo die erneuerbaren Energien, was Strom angeht, zumindest ein bisschen mehr Mainstream geworden sind. Aber Sie sind ja nicht mehr aktiv in den EWS, haben Sie ja auch am Anfang direkt gesagt. Also für aktuelle Geschichten muss ich mit anderen Menschen sprechen. Wie kam es denn, dass Sie ausgeschieden sind? Eine Genossenschaft erlaubt es ihren Vorständen nur, bis sie 68 sind, als Vorstand zu arbeiten. 68 ist die Deadline. Zwar hat unser Aufsichtsrat gesagt, wir können ja vielleicht mal eine Ausnahme machen, aber dann habe ich gesagt, nee, ich will auch keine Ausnahme haben. Jetzt sollen die jungen Leute mal dran. Die haben auch wieder andere Ideen. Die haben aber auch natürlich noch eine andere Energie. Immerhin bin ich inzwischen 75 Jahre alt. Ja, und so sind wir ausgeschieden, mein Mann und ich. Und das, denke ich, war auch gut so, obwohl es manchmal natürlich schwer fällt, weil es war ja schon fast wie ein sechstes Kind, die EWS. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. Aber wie es so ist, natürlich habe ich gleich eine neue Beschäftigung gefunden. Und zwar war ich Gründungsmitglied des CO2-Abgabevereins, der sich dafür eingesetzt hat, dass jeder die CO2-Emission, die er emittiert, auch bezahlen soll und nicht die Allgemeinheit. Denn das führt ja dazu, dass Menschen, die sehr sparsam mit der Emission von CO2 sind, für die mitzahlen müssen, die überhaupt nicht drauf achten. Und die externen Kosten sind immens. Ich habe das mal nachgeguckt beim Uber. Ich habe leider nur eine Zahl aus 2014 gefunden, aber da war es über die Energieversorgung Umweltschäden allein 47 Milliarden Euro. In 2014, also in einem Jahr. Und wenn man die anderen Sektoren dazu rechnet, also Wärme, Verkehr und so weiter, dann kommt man auf 130 Milliarden Euro pro Jahr. Und dann habe ich das mal umgerechnet. Das sind über 1600 Euro pro Mensch im Jahr an Umweltschäden, wobei Mensch wirklich Mensch heißt, also von der alten Oma bis zum Säugling. Und das sind gigantische Kosten, die diejenigen, die das CO2,
also die Umwelt als Müllkippe betrachten und ihr CO2 da einfach ablagern, den anderen aufbürden. Und das kann nicht sein. Und so ist auch überhaupt kein Anreiz da, mit CO2 sparsam, also mit der Emission von CO2 sparsam umzugehen. Und das war unsere Forderung. Und ich meine, wir haben da auch so ein bisschen den Zeitgeist getroffen. Es gab auch eine Reihe anderer Initiativen, die das gefordert haben. Aber gemeinsam haben wir es immerhin geschafft, dass der CO2-Preis ja ein Thema wurde, ein Thema, das jetzt auch immer mehr an Fahrt aufnimmt. Und wie gesagt, das ist auch richtig so. Für diejenigen, denen es wirtschaftliche Probleme bereitet, wird man einen sozialen Ausgleich finden. Das ist wichtig, aber für denjenigen, der ohne Bedenken fünfmal im Jahr in Urlaub fliegt oder mit dem Riesen-SUV seine Kinder in die Schule fährt, der soll auch für den Schaden, den er anrichtet, ruhig bezahlen. Und das Spannende finde ich dabei, dass es ein marktwirtschaftliches Instrument ist. Also Richtig. Sie haben ja von der CO2-Abgabe geredet, bevor eine CO2-Steuer ernsthaft diskutiert wurde. Also und letztlich ist es ja ein sehr marktkonformes Mittel, wodurch dann der Markt auch wieder regeln kann. Und das unterscheidet Sie wahrscheinlich auch als Unternehmerin von ja von anderen NGOs, die vielleicht noch ideologischer argumentieren oder die gar nicht so diese Erfahrung haben, wie Wirtschaft funktioniert. Also das ist wirklich ein rein marktwirtschaftliches Mittel und das ist natürlich auch die Möglichkeit, dass es von den politischen Parteien akzeptiert wird, eben dass es keine Ideologie ist, sondern Marktwirtschaft. Und da haben Sie sich engagiert, aber Sie machen nicht nur CO2-Abgabe für einen, sondern Weber 2021. Ja, das ist ja eine Initiative, die aber vom CO2-Abgabeverein ausgeht. Da geht es darum, die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten und die Wählenden miteinander ins Gespräch zu führen, was denn jetzt die Maßnahmen sind, mit denen die Energiewende, so schnell es notwendig ist, umgesetzt werden könnte. Und ich meine, wir reden viel von Zielen und Visionen und dann werden Jahreszahlen gesetzt, aber alles wird nicht hinterlegt mit den Maßnahmen, die dazu notwendig sind. Und das war für uns die Überlegung, wir müssen wirklich alle Maßnahmen mal auflisten und das haben wir zusammen mit Wissenschaftlern gemacht und ganz genau sagen, was ist denn notwendig, um diese oder jene Maßnahme umzusetzen. Notwendig an Gesetzesinitiativen und so bieten wir den Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, dass sie sich diese Maßnahmen angucken, dass sie dann auch abstimmen und sagen, ja, im Fall, dass ich gewählt werde, würde ich diese Gesetzesinitiative einbringen oder unterstützen oder nein, das mache ich nicht. Und dann haben sie die Möglichkeit zu sagen, aber ich habe einen anderen Vorschlag und können dann dort vermerken, was sie besser finden. Oder aber sie sagen, ich würde es unter einer Bedingung machen. Es gibt zum Beispiel dort eine Maßnahme, die beschäftigt sich mit Tempolimit. Und da sind wir sehr streng in dem, was wir fordern. Und so könnte ein Kandidat sagen, ja, ich bin schon für ein Tempolimit, aber was ihr fordert, das ist mir einfach zu viel oder in dem Fall zu wenig. 100 Kilometer auf der Autobahn, das will ich nicht, aber bei 130 würde ich zustimmen. So kann wirklich jeder sich dazu äußern und es ist wichtig, bei so einer existenziellen Frage wie dem Klimaschutz und auch jetzt nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes, das klargemacht hat, dass das alles viel schneller und konsequenter gehen muss. Es ist wichtig, dass sich die Kandidaten damit beschäftigen. Die können sich nicht einfach zurückziehen auf ihre Wahlprogramme. Weil schon allein deswegen nicht, weil in den Wahlprogrammen ja herzlich wenig an konkreten Maßnahmen enthalten ist. Aber
Letztendlich ist jeder Bundestagsabgeordnete, jede Bundestagsabgeordnete selbst dafür verantwortlich und auch nur seinem Gewissen. Und es muss nicht auf Weisungen seiner Partei, seiner Fraktion, irgendeines energiepolitischen Sprechers handeln, sondern es muss so handeln, wie er es nach bestem Wissen und Gewissen für richtig hält. Das heißt aber auch, er muss sich damit auseinandersetzen. Und genau das wollen wir. Wir wollen natürlich auch, dass sich die Bürger damit auseinandersetzen. Wir merken jetzt, die Kampagne ist angelaufen. Es geht ein bisschen schleppend voran, weil jeder scheut sich natürlich, sich irgendwie festzulegen. Aber jetzt muss der Druck von den Bürgern entstehen, die sagen, du hast ja noch gar nicht, oder sie haben ja noch gar nicht da ausgefüllt. Warum nicht? Wir hätten gerne Ihre Meinung zu den Themen. Und wenn aus einem Wahlkreis dann viele solche Anfragen kommen, dann denke ich, werden die Kandidaten nicht umhin kommen. Und wenn sie sich dann immer noch verweigern, dann rufen wir sie eben an oder gehen zu ihren Wahlkampfveranstaltungen und konfrontieren sie dort mit den Forderungen. Also ich denke, man kann sich einem solchen wichtigen Thema nicht einfach verweigern, sondern man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sich damit beschäftigen, man kann anderer Meinung sein, gar keine Frage, die kann man ja auch dort niederlegen. Aber so hoffen wir, dass möglichst viele mitmachen, vor allem auch viele Bürger, die uns dabei unterstützen, denn die Plattform lebt natürlich davon, dass die Bürger wirklich die Kandidaten ein bisschen auch unter Druck setzen und sagen, wir erwarten von euch, dass ihr euch da beteiligt. Genau, deswegen wird auch auf jeden Fall unten in der Beschreibung zu diesem Video ein Link sein zu der Kampagne, wenn sich jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer da auch mit beteiligen wollen. Vielen Dank dafür. Wenn man Ihnen jetzt aber so zuhört, dann klingen Sie eigentlich für mich eher wie eine Aktivistin als jetzt eine Unternehmerin. Dabei habe ich Sie eigentlich als Unternehmerin angekündigt. Jetzt, wie würden Sie sich denn in diesem Spannungsfeld einordnen? Oder haben Sie dann, wie fühlen Sie sich? Ich sag mal so, ich habe immer gesagt, die Elektrizitätswerke Schönau sind beides. Sie sind ein Unternehmen und sie sind eine NGO. Es ist ein bisschen schwierig, das so zu vereinen, aber das waren sie immer und ich hoffe, das bleiben sie auch immer. Die EWS arbeitet auch noch immer viel politisch, wo andere sagen, nee, lass mich mit Politik in Ruhe, wir machen unser Geschäft und aber Energieversorgung hat ja ganz viel mit Politik zu tun und deswegen muss man sich auch mit der Politik beschäftigen und auseinandersetzen und einmischen und wir haben auch wirklich Aktionen gemacht, wo man sagen würde, das ist jetzt aber doch eine Bürgerinitiative. Wir haben zum Beispiel, wie die EU beschlossen hat, in Großbritannien dieses neue AKW zu fördern, Hinkley Point C, mit Bürgschaften, mit allem Möglichen. Da haben wir einen Aufruf gestartet an unsere Stromkunden und an alle Bürger, sich in einem Schreiben dagegen zu wenden. Ich weiß nicht mehr, wie viele Säcke dieser Schreiben wir hatten. Ich glaube, 10, 12, 15, also solche riesengroßen Müllsäcke voll dieser Schreiben, die wir dann auch nach Brüssel gekarrt haben und dort übergeben haben. Es hat zwar nichts genutzt, weil die EU hat das nicht rückgängig gemacht oder unterlassen, was wieder mal zeigt, dass es für Bürger sehr schwierig ist, etwas zu erreichen. Aber wir geben es trotzdem nicht auf, weil ich glaube, wenn die Bürger aufgeben, sich in die Politik einzumischen, dann wird es erst richtig schlimm. Weil am Ende, und ich finde, das sieht man bei der CO2-Abgabe schon gut, am Ende passiert
Wenn viel Druck von unten ist, dann bewegt sich auch die Politik. Und deswegen müssen wir Bürger immer viel Druck von unten machen. Und ja, ich habe die EWS, glaube ich, ganz gut geführt. Ich habe viel gelernt, wie man mit Geld umgeht, wie man Bilanzen liest. Ich habe zwei große EDV-Umstellungen gemacht, was in der Energiewirtschaft nicht ganz trivial ist. Also ich habe sehr viel rein wirtschaftliche Dinge gemacht, aber mir war dieser andere Teil auch immer wichtig. Und heute fühle ich mich, kann ich schon sagen, als Aktivistin. Vielen Dank. Das heißt, wenn Sie jetzt noch eine Sache raten würden für junge Menschen, die eben die gesellschaftlichen Probleme erkennen und sich zuweilen vielleicht etwas machtlos fühlen, was wäre Ihr Tipp? Also vielleicht fange ich anders an. Wir haben mal, wir sind ja sehr nachgefragt worden, Vorträge zu halten. Und wir haben Vorträge in der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus gehalten. Und irgendwann war es so viel, dass wir es nicht mehr schaffen konnten. Dann haben wir einen Film gemacht, der hieß Das Schönauer Gefühl. Und dann hat mich mal einer gefragt, was ist denn das für ein komischer Titel? Dann habe ich gesagt, ja genau, das ist der Titel, der aussagt, dass sich keiner machtlos fühlen muss, dass man Unglaubliches bewegen kann, wenn man es denn will, wenn man sich da reinhängt, wenn man sich zusammentut mit anderen. Dann ist man nicht machtlos, dann kann man so viel erreichen und ich glaube, das ist wichtig. Man wird es nicht sofort erreichen, man muss schon hart kämpfen, das ist gar keine Frage. Aber wer hart kämpft und das lange genug tut, der wird auch einen Erfolg sehen und das ist die Erkenntnis aus der Schönauer Geschichte. Mich würde total interessieren, wie ihr dieses ganze Format findet. Sollte ich häufiger längere Interviews machen? Und wenn, mit wem? Schreibt gerne Anregungen unten in die Kommentare. Außerdem würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr auch mal bei dieser Kampagne Weber21 vorbeischaut. Der Link dazu ist natürlich unten in der Beschreibung. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht schon gemacht habt und aktiviert vielleicht diese kleine Glocke für die Benachrichtigung. Die kleine Glocke für die Benachrichtigung, das ist eigentlich ganz cool. Die nächste kommt wahrscheinlich schon am Mittwoch und dann wieder mit einem regulären Warn- und Sinn-Video. Bis dahin, ciao.